Willkommen hier am Samstag zur ersten Partie Leverkusen gegen Frankfurt. Gestern am Freitag gab es schon Mainz gegen Augsburg und für mich leider mal wieder einen Fehlstart. Das will ich heute besser machen. Nachher noch Bremen gegen Gladbach und Schalke gegen Berlin. Morgen außerdem natürlich auch FIFA 17 hier bei uns auf unseren Kanälen. Wolfsburg gegen Hoffenheim und Freiburg gegen Köln. Ihr habt ja also wieder sehr viel zum Anschauen und auch hier nochmal der Hinweis. Wenn ihr beim DFB-Pokal unter der Woche gedacht habt, oh, Bayern gegen Wolfsburg, war das ein Scheißspiel, war das langweilig. Denn schaut euch unser Match in Überlänge an. Über 30 Minuten FIFA-Action und die haben es richtig in sich. Natürlich auch die anderen DFB-Pokal-Partien. Drei Spiele gab es insgesamt in Überlänge. Und ja, das war sehr, sehr unterhaltsam. Also wer bei uns eingeschaltet hat, konnte garantiert einen lustigen Fußballabend verbringen, würde ich mal behaupten wollen. Ja, also da gibt es keine Zweifel. Ja. So, jetzt hier also Leverkusen im Angriff. Ah, oh, schade. Gegen Frankfurt. Im Hinspiel hatte Leverkusen 1-0 gewonnen. Da hatte ich ja Leverkusen gespielt. Nun tauschen wir. Das heißt, ich übernehme Frankfurt und Mucke hat endlich mal wieder seine Truppe aus Leverkusen. Und ihr schreibt uns in die Kommentare, wer wird denn das hier rocken? Wer wird das gewinnen? F davor und dann das Ergebnis für das FIFA-Match, beziehungsweise ein R davor und dann das Ergebnis für die reale Begegnung. Alle, die einen Kommentar schreiben, werden dann im Video erwähnt. Und das Tippspiel vom 19. Spieltag werte ich gleich aus. Alle, die da eben einen Kommentar geschrieben haben, nenne ich gleich. Und derjenige, der die meisten Tipps hier richtig hatte, wird natürlich wieder gekürt. Und da hatten wir ja zuletzt immer einen klaren Favoriten. Ich tippe mal auf Tim Wiese. Ja. Komm weiter hier. Ja, momentan plätschert das Spiel so vor sich hin. Definitiv, aber ist besser als nach 8 Minuten schon 2-0 hinten zu liegen. Hier, komm, wen wir gar nicht erwähnt haben, den Schiedsrichter. Ja, Dr. Fummler. Fummler ist wieder da. Unser Dr. Fummler. Fummel. Das ist natürlich jetzt hier zu wenig gewesen. Sehr gut, komm Frankfurt. Warum kriege ich keine harten Schüsse mehr hin? Was ist da los? Keine Ahnung. Unter der Woche hatten wir auf jeden Fall auch Frankfurt gesehen gegen Hannover. Und das war ein richtig geiles Match. Oh, muss man ja definitiv sagen. Da hatte ich Frankfurt und du hattest die Zweitligisten Hannover. Und der ist über sich hinausgewachsen. Genauso wie das gesamte Stadion. Ey. Das stimmt allerdings. Ja. Oh, Ecke. Schöner Block. Und so. Ist direkt hingefallen. Oh, schade. Ja. Einer rauf. Oh Gott. Boah, 6 Schüsse schon von Mucke. Ja. Frankfurt. Und damit meine Truppe lässt mal wieder auf sich warten. Ja. Also, umso länger das Match geht, umso besser werde ich irgendwie. Ja, das stimmt. Das seht ihr auch beim DFB-Pokal in der Verlängerung beispielsweise. Alter. Wenn ich da an Dortmund-Berlin denke, wo du mir in einer Halbzeit 6 Stück verpasst hast. Das war richtig geil. Und das war ein super Fehlpass, kann man nicht besser machen. Komm weiter. Genau. Ja, naja, ein Schuss. Das zählt. Ja. 30 Minuten habe ich gebraucht. Ey, jetzt steh doch auf. Dr. Fummler wird auch nachher nicht pfeifen. Oh. Torwart. Ja, dann bleib halt einfach stehen. Der hatte keinen Bock. Hm.
Gut. Nicht gut. Es ist immer noch 0-0 steht, du meine Güte. Aber jetzt aber Chicharito. 1-0. Scheiße. Oh, was eine Lautstärke hier. Leverkusen führt schon wieder gegen Frankfurt. Ja. Und Mucke führt mal wieder gegen mich. Wird ja langsam zur Gewohnheit hier. Ja, er pfeift mal. Oh, ich bin glücklich. Ihm macht sonst nichts glücklich, nur ist halt, denn der Schiri pfeift. Ja. Ihr seid doch dumm. Was machst du da? Ich mache hier gar nichts. Ja, ja. Ja, das mache ich. Ecke. Es war eine super Möglichkeit hier, um den Ausgleich zu erzielen. Schöne Ecke. Ah, kein Problem. Nee, doch nicht. Nee, das ist alles kein Problem. Der ist ein bisschen weiter weg vom Torhüter. Ach, was mache ich da? Danke. Auf. Ey, ey! Oh, Pfosten! Nein! Pfosten, da haben wir jetzt Glück. 42. Minute. Ui! Und gehalten. Okay, jetzt steht Frankfurt echt unter Druck. Ey! Es steht da ganz frei. Oh, Meier, tank dich da durch. DFB-Pokal hast du allein, ich glaube, 3 Tore bei uns gemacht. Ja. Ja. Gut, das war stark. Meier. Meier. Ja, mit dem Ausgleich. In der Nachspielzeit. Ganz wichtig. Ja, das ist wichtig. Wisst ihr, man muss den mal ein bisschen motivieren. Ach, was war das denn? Bitteschön. Hä? Doch nicht Meier? War das gerade nicht Meier? Das sah doch so aus wie Meier. Also unten wurde gerade ein anderer Name angezeigt. Oh, hätte jetzt auch direkt der Konter sein können. Unentschieden, also, zur Pause. Ja, unentschieden. Da hatten wir jetzt Glück, wir Frankfurter. Mucke deutlich besser. Ich guck mal kurz, wo führen wir vielleicht? In der Schussgenauigkeit und in der Passgenauigkeit. Immerhin etwas. Aber der Treffer war nicht von Meier. Nee, tatsächlich habe ich mich verguckt. Tja, ja. Herr Zecker, bitte tragen Sie eine Brille. Ja, mache ich. Schön. Ja. Oh, ah, schade. Das hat Leno sofort gerochen. So. 1-1. Das Leverkusen. Ist doch schon mal ein tolles Ergebnis hier. Jetzt ist aber Schluss mit lustig. Ja, da hast du recht. Ey. Nein. 2-1. Bitteschön. Jetzt darfst du wieder von vorne anfangen. Und es war wieder Chicharito. Scheiße. Nein, ist nicht scheiße. Kommst du auf die Idee, dass das scheiße ist? Oh, ist hier eine Stimmung. Ich höre mich selber kaum. Ah, fuck. Okay, Frankfurt, wir müssen jetzt wirklich einen Gang hochschalten. Das wird nicht leicht. Nein, es ist ein Mucke am Pad. Ja. Sehr gut. Du hast wieder das Tippspiel in der Halbzeitpause vergessen. Oh, fuck, echt jetzt? Echt jetzt? Okay, ich gehe das jetzt durch. Tim, Jan, Erik, Younes, Tapetenkleis, Ronzek, Johannes und Ias haben mitgemacht. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr so fleißig kommentiert. Das finde ich richtig klasse. Auch immer mehr von euch schreiben ja nicht nur einen Tipp, sondern dazu auch noch einen Spielwunsch. Also so viele Spielwünsche wie zuletzt hatten wir auch schon lange nicht mehr. Deswegen an dieser Stelle auch noch an Lino und natürlich auch an Henning einen Gruß, die sich ja zweite Liga und DFB-Pokal immer viel wünschen. Ja, schön, dass ihr auch immer so fleißig schreibt. Gewonnen im Tippspiel hat auf jeden Fall Tim! Und ja, Tim verdient sich das einfach, weil er wirklich der Aktivste von allen ist. Das muss man so sagen. Er nimmt sich die Zeit.
um jedes Spiel hier zu kommentieren unter jedem Video. Und dann, ja, hat er natürlich auch die besten Chancen, hier die meisten Punkte an einem Spieltag zu bekommen. Ja, er findet ja nicht nur Zeit fürs Tippen, er findet ja auch noch Zeit, dir zu helfen. Ja, genau. Also Tim gibt ja auch ganz viele Ratschläge, was ich besser machen soll. Unter anderem das mit den Lupfen, DFB-Pokal. Ne? Ist es mir geglückt, durch einen Lupfer mal wieder ein Tor zu erzielen? Da hat er sich gefreut. Hat er sich gefreut? Habe ich mir auch gleich gedacht. So, jetzt auch geh doch dran da. So. Ja, und wäre natürlich schön, wenn andere, die früher auch das Tippspiel gewonnen haben, ich erinnere beispielsweise an Petrik oder so, wenn die auch mal wieder mitmachen, damit Tim da auch so ein bisschen Konkurrenz bekommt. Ansonsten schalte ich mich ein und tipp mit. Ja, das wird auch nichts, Mucke. Nee. Ich tipp mit Absicht falsch. So, jetzt aber... So, auf dich. Ja, immer auf mich. Was erwartest du? Ah, oh. Ja, mein Gott, der war am Weg. Ja. Tja, so ist das nun mal. Gelb. Für Hector. Also ich will jetzt hier nicht gleich das zweite Spiel in Folge verlieren. Oh doch, das wäre schön. Bitte. Oh, da hast du mir den Ball aber gut abgenommen. Jetzt Chance. Abseits. Ne, Freistoß. Rote Karte. Alter, wofür? Weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht haben wir hier eine Wiederholung. Würde ich gerne nochmal sehen. Ja. Da bist du. Ach komm, das war... Ah. Also rot ist das jetzt nicht. Gelb. Also Formular, jetzt hast du verkackt. Jetzt kannst du dich selbst befummeln. Schicke ich dir meine Frau nicht mehr vorbei. So, jetzt hier Chance für Frankfurt. Die sind jetzt ein Mann mehr und haben hier eine schöne Position. Und da gibt es auch die nächste Karte. Jetzt geht's los hier. Ja. Karten im Minutentakt. Erst rot, dann gelb. Und dann ein Tor. Nein. Immerhin aufs Tor. Genau, das reicht ja schon. Da bist du ja schon glücklich mit. Das ist auf jeden Fall eine Steigerung. Zieh weiter! Boah. Genau. Scheiße. Leno wieder. Der Glanzparade. Aber in der Ecke geht rein. Ah, da hinten stand er doch frei. Der wurde gefällt. Das muss nachträglich gelb geben. Ja, gibt's auch. Schön gespielt. Elfmeter, komm. Ich weiß zwar nicht, wovon du nachts träumst, aber davon bestimmt nicht. Man muss mir leider wieder vorwerfen, dass ich meine Chancen nicht nutze. Insbesondere, wenn ich im Strafraum bin, muss ich das viel besser ausspielen. Mache ich aktuell einfach zu blöd. So, das hat jetzt Zeit gekostet, leider. Aber wir sind trotzdem durch. Oh, er war noch dran. Ja, da gibt es jetzt noch die gelbe Karte. Er versteht natürlich die Welt nicht. Oh. Er war nicht mehr dran, dann war das schwach. Tom, dann war es so schlecht. Ja. Aber Frankfurt macht Druck. Also man merkt, Frankfurt will hier mehr als 0 Punkte. Und Unentschieden ist noch drin. Ja, vor allem, die wollen ja Champions League Platz behalten. Ja. Ja, und Leverkusen muss sich ja irgendwie mal gucken, dass sie sich freischießen. Ja. Ach, hau ab jetzt. Ah, vorbei. Boah. Ah, ganz laut hier. Ah, scheiße. Gut gemacht. Oh, jetzt gib mir doch mal den Ball her. Los. Weiter. Oh, da kommt er mit dem Fuß noch ran. Was für ein Reflex. Ja, den habe ich trainiert. Red Bull. Schön, schön. Oh, schade. Gut rausgeköpft. War aber eine schöne Ecke. Aber noch eine. Kommt noch einer rein. Ja. Ja, die ist drin. Ey, das ist Torwartbehinderung. Das musst du pfeifen, du Pfeife. Schreiber durchgebrochen. Voilà. Naja. Nee, aber Emotionen. Das. Und das mit einem Arm. Ja.
Nee, also das ja. Torwartbehinderung, das kann ich nicht gut heißen. Das ist doch im Prinzip für dich ein Déjà-vu hier, ne? Ecke, kurz vor Schluss. Und dann der Ausgleich? Halt die Klappe. Oh, das war schlecht. Das auch. Ach ja, und Unterzahl? Das passt ja auch. Ja, am besten du gewinnst das Ding jetzt noch. Ja, natürlich. Latte. Jetzt geht's los. Und es ist die Nachspielzeit. Hä? Nein! Oh, super gemacht, Leno. 2-2. 2-2. Ja, für Frankfurt, glaube ich, ein bisschen glücklich insgesamt. Man ist zu spät aufgewacht, ansonsten wäre da auf jeden Fall noch mehr drin gewesen. Die letzten Minuten waren toll. Wir sehen es hier von den Chancen. Oh, waren wir doch am Ende sogar überlegen. Na egal, ich glaube, das Unentschieden geht insgesamt in Ordnung. Karten gab es ja im zweiten Durchgang einige. 2-1 und eine rote Ecken. 6-2. Einen habe ich reingemacht. Schussgenauigkeit bin ich. Bist du besser? Passgenauigkeit bin ich besser. 2-2. Immerhin keine Niederlage. Das heißt, es bleibt spannend hier am Wochenende. Und nachher Bremen gegen Gladbach. Da freuen wir uns auf euch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.